die erste Frage, ob dass der Papst auf einem Schiff ist. Das ist eine Kritik an den Papst. Warum nimmst du die Arbeit des römischen Finale? Worum geht es eigentlich? Also bei meinen Arbeiten, also der Anlass für meine Arbeiten sind oft Dinge, die ich erlebe oder die ich irgendwie erfahre, die ich in der Zeitung lese, im Fernsehen sehe oder sonst irgendwie. Also das ist eigentlich immer der Auslöser oder oftmals der Auslöser, damit ich eine künstlerische Arbeit angehe. Und das wird dann eben eigentlich, ja, wie soll ich sagen, durch die Mühle der Fantasie gedreht. Und daraus entstehen dann so nach und nach auch irgendwann vollkommen ohne mein wirkliches, vernünftiges Zutun entwickeln sich diese Arbeiten. Und jetzt gerade, also zum Beispiel, wenn wir es ganz konkret machen, dieses römische Finale, als der Josef Ratzinger gestorben ist, hat er das ja irgendwie so öffentlich zelebriert und ich fand das also eigentlich irgendwie sehr eigenartig, will ich jetzt mal sagen. Und daraus dachte ich, ich müsste einfach aus dem raus ein Papstporträt machen. Ja, und ich hatte vor längerem schon eine ganze Serie von solchen Schiffen mit der Kettensäge gearbeitet und nicht genau gewusst, was kann man jetzt irgendwie daraus weitermachen. Und es ist wie in einer guten Küche, irgendwann kommt alles mal so zusammen und plötzlich war es irgendwie klar, dass dieses Totenboot, also man kann ja da viel assoziieren, genau das Richtige wäre, um dieses römische Finale für diesen Papst zu zelebrieren. Und daraus entstand eigentlich diese Arbeit. Die gehören aber nicht zusammen, oder? Die gehören nicht direkt zusammen. Nee. Es ist höchstens so, dass eben diese Schiffe mal eine Zeit lang nicht beschäftigt haben, sowohl von der Thematik als auch irgendwie von der Form her. Und da ist eher so der Hintergrund, dass irgendwann habe ich mal gelesen, dass diese Queen Mary II, dieses Kreuzfahrtschiff, so in Betrieb gestellt wurde, fuhren die dann mal irgendwo nach Südamerika und dann wurde berichtet, ja, wenn der Salat ausgeht, dann startet der Hubschrauber und holt irgendwo seinen Salat her in einer Gegend, also wo es eigentlich ganz andere Probleme gibt. Und so ist dann eben aus diesem Anlass raus dann so diese Skulptur entstanden. Warum hast du die blaue Farbe genommen für die Arbeit? Das ist Gips? Nein, das ist eigentlich ursprünglich eine gipsgearbeitete Figur. Und da hatte ich mal einen Versuch gemacht mit Kunstharz. Und die in Kunstharz gegossen und dann eben wieder bemalt. Ich meine, das funktioniert also eigentlich nicht klar, so ganz gut. Doch, man könnte sie eigentlich genauso gut in Bronze gießen und dann bemalen. Das wäre genauso gut, ja, klar. Aber hier ist es wirklich so, eben so. Ja, es ist eigentlich eher so aus diesem Hintergrund, dass ich eine ganze Zeit lang mich mal in New York aufgehalten habe und dort gezeichnet habe und daraus eben Figuren auch entstanden sind, wie zum Beispiel auch diese Figur hier, diese kleine Bronzefigur, und daraus sind dann eben Figuren in dieser Art entstanden. Die ist doch irgendwo gemalt.